die 5 Vorteile von Resolve. Erstens, alle Postproduktionsschritte in einem Tool. Die Cut Page, das ist der Movie Maker, also ein ganz einfaches Schneiden. Die Edit Page ist für den professionellen nonlinearen Schnitt zuständig. Die Fusion Page ist für aufwendige VFX und Motion Graphics. Die Color Page ist für professionelles Color Grading und Retusche gedacht. Die Fairlight Page nutzt man für professionelle Tonbearbeitung und natürlich eine Media Page, um das Material zu importieren und zu sortieren, und eine Deliver Page, um das Rendering zu starten. Zweitens, Stabilität und Performance. Ich arbeite seit 2016 mit Resolve und kann mich über keine dramatischen Abstürze oder Dateiverluste unter Windows oder unter Mac beklagen. Für den Fall der Fälle gibt es aber immer noch die Live-Save-Funktion, damit Datenverluste auf jeden Fall vermieden werden. Außerdem ist die Performance beim Decoden von allen gängigen Codecs vergleichsweise hoch. Drittens, Updates. Blackmagic Design ist immer für eine Überraschung gut und bei jedem kostenlosen großen Update sind krasse neue Features dabei, die genau das umsetzen, was sich die Community wünscht oder woran noch keiner gedacht hat. Viertens, Online Collaboration Workflow. Verbessert durch die neue Blackmagic Cloud können mehrere Leute gleichzeitig standortunabhängig in einem Projekt arbeiten. Fünftens, das Beste kommt zum Schluss. Mit der kostenlosen Variante hast du eigentlich schon alles, was du brauchst. Wenn du jetzt noch einmalig 300 Euro zahlst, hast du zusätzlich noch mehr als 30 Resolve-Effekte, die DaVinci Neural Engine mit verschiedenen KI-gestützten Tools zur Objektentfernung, zur Gesichtsretusche etc. Wenn euch diese 5 Vorteile gefallen haben, dann lasst ein Like da, abonniert den Channel, und wenn euch noch ein guter Vorteil einfällt, dann schreibt es in die Kommentare.